Jimmy kam vor einigen Wochen aus schlechter Haltung zu uns. Wie ihr sehen könnt, wurde er in Einzelhaltung gehalten, ganz allein in einem kleinen Stall. Dann kam er zu uns in die Gruppe, hat erstmal einen Teil des Stalls abgetrennt bekommen, weil wir auch gar nicht wussten, dass er ein Bock ist. Er wurde uns als Weibchen verkauft und ja, wo wir dann gesehen haben, dass er ein Bock ist, haben wir uns trotzdem für ihn entschieden, weil er uns einfach so leid auch getan hat. Genau, das erste Zusammentreffen, das war schon sehr, sehr aufregend. Aber dann haben wir uns dazu entschlossen, ihn erstmal mit unserem Brian zusammenzusetzen. Das seht ihr jetzt hier. Und nachdem die beiden Böcke sich wirklich auch schon gut verstanden haben, haben wir uns dann dazu entschlossen, Jimmy kastrieren zu lassen, damit er eben auch dann zu den Mädels dann kann. Genau, und bald ist die Kastrationsfrist vorbei und dann werde ich ein Video machen, wie die Gruppenzusammenführung geklappt hat.